Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Batman. Ich wollte schon sagen Arkham Asylum. Hä? Nee, Quatsch. Arkham City, Harley Quinn's Revenge. Wir sind hier stehen geblieben und müssen die Bomben übernehmen. Und unser Partner Robin übernimmt die Geiseln. Der Aufbau dieser Bombe kommt mir bekannt vor. Ich muss sie entschärfen und näher untersuchen. So entschärft man eine Bombe. Zum Bau der Bomben wurde Sprengstoff verwendet, der letzte Woche dem GCPD gestohlen wurde. Harley Quinn hat die Zündfrequenz nicht geändert. Ich kann die Kapuze so kalibrieren, dass sie alle Objekte ortet, die auf dieser Frequenz funken. Ach, übrigens, Rockstar, liebe Rockstar-Mitarbeiter, so macht man Untertitel, wa? Ist ja wohl nicht so schwer. Gut. Was ist denn das da oben? Da sind so auch so Figuren. Okay. Ach, fuck! Ich hab's gar nicht gesehen, dass da ein Timer ist. Ich hab nur die Entfernung gesehen. Oh mein Gott! Nein, Leute, ich hab Angst. Ach, wie schlimm. Ach, wie schlimm. Ach, wie schlimm. Na, was willst du jetzt machen? Ah, fuck. Ich hätte ihn, glaube ich, ausschalten können direkt. Ist gerade ein bisschen laut auf meinem Kopf, oder? Ich habe den Timer gar nicht gesehen, ey. Nein! Hier, wie ist... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Scheiße. Schneller. Nächste Bombe ist... Du Wichser, Alter! Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Da oben? Ah, da! Oh shit, oh shit, oh shit. Alter, ich hab übelsten Zeitdruck, ja. Ach so, noch entschärfen. Was wäre ich einmal losgerannt? Ich denke mal da gegenüber, bei dem Schacht. Nee, 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 nee. Scheiße. Da. Ne, auch nicht. Hier lang? Ja. Hallo, Leute! Alter, ich hab geblockt. Glaube ich nicht. Ich sag doch, ich glaube nicht. Wo lang jetzt? Ist die Frage durch das Tor wahrscheinlich. Komm, ja, wir haben es gesehen, das sieht geil aus. Hier lang? Blöde? Ah, werden das zugeklebt hier? Gehst du noch mal ein bisschen weiter ran? Nein! Zurück, 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 zurück! Warum geht das?
Stimmt. Nee, wie war denn das? Mir Hallo? Läuft die Zeit davon. Ja. Wie war denn das? War das nicht so? Nee, das schaffe ich nicht. Scheiße, warum fährt denn das nicht so nah ran? Ich verstehe das gerade nicht. Das schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Ja. Ja, das schaffen wir leider nicht mehr. Ich war auch der Meinung, ich könnte das so rausreißen in die Wand. Ja, das würde nichts. Nee, das wird nix. Scheiße. Naja, so haben wir wenigstens mal gesehen, was denn passiert, nicht wahr? Das war nämlich der eigentliche Plan. Nee, Quatsch. Guck mal, als wir das vorher da waren mit Batman an dieser Stelle. Da war erstmal die Wand gar nicht da. Erstens. Und zweitens ist der... Ja, wie soll man das sagen? Diese Plattform ganz hingefahren. Aber jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Was wird das? Bam, Junge. Ja, nee, ohne Scheiß. Hab ich keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Vielleicht muss ich gar nicht mit der Plattform hantieren, sondern irgendwie anders daran. Die Bombe ist ja dahinter. Die Bombe ist auf jeden Fall dahinter. Wie mache ich das jetzt? Vielleicht, wenn ich das abschieße, ohne dass ich drauf bin. Nee, ich begreife es gerade echt nicht. Nein! Hier durch? Nein, doch nicht. Okay. Auch nicht. Kurzzeitig überlegt, dass man vielleicht das einfach da kurz rangehen kann und dann. Ja, ohne Scheiß. Kommt ihr drauf? Ich komm nicht drauf. Ich komme ums Verrecken, komme ich gerade nicht drauf. Wahrscheinlich ist das schon die Lösung, aber irgendwas mache ich falsch. Fährt es jetzt näher ran? Hä? Ey, leck mich doch. Ist das scheiße, Alter? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Kann mir das jemand verraten? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Egal. Eigentlich schon, ja. Sei es nicht! Es ist doch nicht vorbei! Du wirst mich nicht aufhalten! Das lasse ich nicht zu! Ich habe eine Überraschung für dich. Etwas, das meinen Joker stolz machen würde. Ich habe dich hier bei mir. Mutig genug, um nach unten zu gehen.
Oracle? Oracle bestimmt. Ja, bestimmt Oracle. Sonst hätte sie ja nicht gesagt sie. Okay. Schnell zurück. Dip, 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 du. Schnell zurück. Hä? Okay. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Woohoo! Der wird lebendig? Was? Dachtest du etwa, es würde so leicht sein? Da hast du dich wohl geirrt, Loser! Okay, nee, habe ich nicht. Aber ich wusste das, also jetzt gerade nicht. Ich habe das auch schon mal gesagt. Ich wusste, dass die aktiv werden. Ah, guck mal, hier wird. Okay, also das, man merkt, der DLC ist nur für Leute, was die das Spiel kennen, weil jetzt wird das gemacht, was man eigentlich nur hat, wenn man auf schwer spielt nochmal. Es werden nicht die Konter angezeigt. Ihr seht es ja, es wird nicht mal angezeigt. Geht. Boah. Nein, den hätte ich kontern können. Bam, Junge. Das war's. Nur du und ich und das einzige Ding, das verhindert, dass hier alles in die Luft fliegt. Gib endlich auf. Du wirst mich nie erwischen. Gib mir das. Nimm's ruhig, Blödmann. Wird dir nichts nutzen. Wieder mit Mr. J vereint. Klappe! Wo ist Robin? Ich dachte, er sei bei dir. Siehst du, es tut weh, nicht wahr? Was hast du getan? Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Das ist für dich, Mr. J. Hast du mich vermisst? Wo sind die Polizeibeamten? In Sicherheit. Meine Arbeit ist getan. Hey, Junge. Ist er okay? Ja. Natürlich ist er das. Okay, das war's schon. Ja, was kann man dazu sagen? Sehr, sehr geiler DLC, wie ich finde.
bisschen kurz, ja, okay, aber so ohne 10 Euro gekostet. Also, ich für meinen Teil hatte nicht gemerkt, dass es irgendwie nachproduziert worden ist, sondern, also, ich meine damit einfach, das hätte auch im Spiel sein können, so gut war das eigentlich. Es ist genau das gleiche, was du vorher hattest, nur noch ein bisschen mehr und jetzt mal ein bisschen mit Robin und durch die Gegend laufen. Und, also ich fand's gut, mir hat's richtig Bock gemacht. Leider für meinen Geschmack ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen zu kurz, als dass das Feeling von dem Hauptspiel rüberkam, so. Aber ich fand's richtig gut gemacht. Und ich frage mich jetzt echt, ob da nach diesem Abspann irgendwas kommt. Will Smith, ja, der war auch mit dabei. Krass. Also die Musik fand ich wieder sehr geil gemacht. Grafik natürlich die gleiche, also immer noch top. Und ja, ich fand's gut. Ich fand's richtig gut. Hat wieder Bock gemacht, nur leider zu kurz, leider. Zu kurz, zu kurz, zu kurz. Schade, schade. Aber ich bin mir sicher, dass eine Nachfolge noch kommt. Vielleicht schon, vielleicht noch diese, für diese Generation, Konsolengeneration, vielleicht schon für die nächste erst. Wer weiß, vielleicht. Vielleicht kommt ja schon nächstes Jahr, 2013, ein neuer Batman-Teil. Also ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Oder die lassen sich wieder 3 Jahre Zeit von mir aus, aber hauen dann wieder so ein Ding raus wie letztes Jahr Arkham City. Das war wirklich absolut geiles Spiel. Hatte mal, klar, hätten die noch ein bisschen mehr, sag ich mal, auf die einzelnen Gegner drauf eingehen können, weil die waren doch schnell, recht schnell abgehandelt. Also hätten ruhig jeden nochmal so, weiß ich nicht, eine Stunde mehr geben können oder so. Weil, wie gesagt, teilweise waren die dann ratzfatz abgehandelt, da gehst du in ein Haus und bei Pinguin zum Beispiel gehst du in ein Haus und kannst ihn erstmal nicht besiegen, musst du dir diese Waffe holen, kommst zurück, schlägst den K.O. und weg war eigentlich. So im Prinzip war es halt. Auch mit den anderen, das fand ich ein bisschen im Nachhinein ein bisschen schade, wenn man so ein paar Wochen Abstand hatte. Aber ich fand es trotzdem ein überragendes Spiel. Und ich denke, hier nach dem Dingens kommt noch was. Deswegen warten wir einfach mal zusammen. Musik ist aus. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute hier bei dem DLC mitgearbeitet haben. Das sind ja unendlich viele. Musik ist auch gerade weg. Ich habe ein bisschen Angst. Aber wir haben gerade gemerkt, kann ich mal ein bisschen aufs Ende eingehen gerade hier. Wir haben ja gerade gemerkt, der Batman ist wirklich nicht gut drauf irgendwie. Weil, ich weiß nicht, er gibt sich die Schuld daran, dass Joker tot ist. Obwohl es ein durch und durch böser Mensch ist, gewesen ist. Oder was weiß ich, wer weiß, was hier insgeheim überhaupt abgeht. So, Special Thanks, jetzt kommt's. Haben wir jetzt noch irgendwas? Enttäusch mich bitte nicht. Dann eben nicht. Gut. Dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.